Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe heute das nächste Video zu meinem Sprüche-Journal von Stimperia Cosmos Infinity als Hauptthema für euch mit. Ja, was will ich denn heute mit euch machen? Ich möchte mit euch ein paar kleine Elemente einbauen. Um genau zu sein, sind das 5 Stück. 5 Elemente möchten hier ins Journal einziehen. Ich räume mal kurz rüber. Ich räume darüber, weil ich jetzt gleich hier blättern muss. Der Fuchs und der Igel, ein Gedicht. Das soll eine kleine Tasche werden. Dann Cornertag, ich bin mal gespannt. Das hier werde ich als Element so festbinden, dass man das hier hin und her bewegen kann. Hier haben wir wieder ein kleines Täschchen oder eine Doppeltasche, um genau zu sein. Also auch hier ist, ihr seht's, eine Tasche in der Tasche. Hier haben wir ein kleines Tütchen, schon mit fertiger Karte. Und last but not least, eine etwas größere Tasche oder auch so ein Corner-Dings-Kirchen. Ja, ein paar Sprüche gibt es frei Haus, na klar, das ist ein Sprüche-Journal. So gehört sich das. Und jetzt geht's los. Suchen wir uns jetzt erstmal die schönen Plätze aus, wo was wohnt. Jetzt überlegt sich hier mein Verschluss schon wieder abzugehen. Ich glaube, ich mache den jetzt einfach hier doppelt durch. So, bleibst du da wohnen. Ihr seht, ich habe die gleichen schmutzigen Finger wie im letzten Video. Für euch sind ein paar Tage dazwischen. Für mich sind es nicht mal Minuten. Ich habe direkt weitergemacht. Genau das hier. Auch da kommt noch ein Spruch dahinter dann. Habe ich aus dem Happy Mail. Total süß, echt total klasse. So, ich habe hier 5 Stück Elemente. Und überlege jetzt, wo ich sie hinmanövriere. Ich versuche mit diesen, also guck mal, hier haben wir zum Beispiel schon eine Tasche. Ich versuche natürlich immer so Strecken, wo es ein bisschen langweiliger ist. Also weil nicht so viel los ist, damit zu beglücken. Also hier ist zum Beispiel schon was Schickes los. Also ich muss ja schon sagen, ich habe hier schon einiges echt Interessantes am Start. Vielleicht kann ich hier sowas Kleines mit auf die Seite setzen. Da. Hier ist ein süßes kleines Täschchen, oder? Vielleicht kann man das auch oben in die Ecke setzen. Ich glaube, oben in der Ecke gefällt mir das ganz gut. Halt. Und ihr seht, dieses Bäumchen hier habe ich 2-mal. Das versuche ich jetzt im Journal natürlich nicht direkt hintereinander unterzubringen, sondern eher so ein bisschen weiter voneinander entfernt. Aber es wiederholt sich, das heißt, wir haben wieder einen Wiedererkennungswert, ein Muster. Das finde ich auch das Schöne, wenn man das einfach, wenn man Sachen mehrfach verwendet oder auch Farben mehrfach verwendet, erkennt ihr alles, ne? Also ihr seid ja bestimmt schon Profis. Wahrscheinlich seid ihr sogar mehr Profi als ich. Das ist jetzt nicht so schwer, mehr Profi zu sein als ich. Ja, so. So, bist du noch beweglich, liebe Karte? Ups. Ja, okay, das Papier klebt nicht durch, das ist prima. Kannst du da reinschieben. Haben wir das erste Teilchen untergebracht in der ersten Signatur. In der ersten Signatur ist schon ganz schön viel los. Ja, man merkt immer so ein bisschen, dass ich Rechtshänder bin. Also ich habe von mir finde total viel auf der rechten Seite statt. Auf der rechten Seite des der Papiere. Das muss mir mal jetzt angewöhnen, auch was auf der linken Seite zu machen. Ich finde, das bietet sich hier nahezu an. Und welches Teilchen nehmen wir dann? Ja, wenn ich das so mache, kann man das hier was reinstecken. Wenn ich das so mache, sieht es aber auch ganz gut aus. Also eigentlich gefällt mir das so besser, weil dann fällt es nicht aus dem Journal raus. Gesagt, getan. Hier, diese Papiere distress ich nicht. Oder Papiere, es ist eigentlich fester Cardstock. Weil sie eine schöne Oberfläche haben, die habe ich mit Textilfarbe besprüht. Ich habe noch Textilfarbe übergehabt.
und habe mir da zwei große ja, Pappbögen besprüht, einmal in dunkelblau. Da habe ich dann so Gold, Silber, Türkis drauf gesprüht. Und hier dieses türkisfarbene, seht, habe ich auch Gold und Silber drauf. Irgendwie auch so ein bisschen dunkelblau. Ich habe es allerdings, habe ich einige Farbvariationen über den ganzen Bogen. Also an manchen Stellen ist mehr blau, an manchen Stellen ist mehr Gold, an manchen Stellen ist mehr Silber. Wie sich das halt so gehört, ne? So, jetzt da Fuchs und Igel. Ich werde auf jeden Fall nur ein Element in die letzte Signatur packen, weil dort schon so viel auch mit der Mitte los ist und so. Hier haben? Nee, das ist mir zu nah. Und dich bekommst in die letzte Signatur. So, wir haben jetzt hier noch dieses Schatzi. Das gefällt mir hier aber nicht. Das möchte ich lieber in so eine Ecke rein haben. Und hier wäre mir das schon zu früh. Direkt vorne. Andererseits ist das total interessant an dieser Stelle. Oh, das ist auch so. Also ich kann dir nicht helfen, ich finde es da weiterhin interessant. Wird dir das noch? Ja, so. Also ich finde es eigentlich, finde ich das hier total toll. Das ist ja auch nicht das letzte Element, was ich einklebe. Das ist nur jetzt das, was ich vorbereitet habe. Diese fünf Stück, das wird jetzt eher so ein kleines Quickie-Video. Eher so, ups, mal eben. Eben ein Video gemacht. Mit fünf Elementen. Die anderen, die nächsten Sachen, die ich machen will, die muss ich ein bisschen mehr vorbereiten. So, ich habe nämlich noch ganz viele Sprüche zu tippen. Leute, Schreibmaschine tippen ist echt anstrengend. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe schon ewig und 3 Tage nicht mehr Schreibmaschine geschrieben. Das habe ich gestern so ein bisschen rumgetippert. Und war dann echt nicht schlecht geschafft, muss ich sagen. So. If at first an idea isn't absurd, there is no hope for it. Gedanken, die man laufen lässt, finden neue Wege. So, hier ist auf jeden Fall Platz für eine schöne Karte, die man dahinter steckt, oder zwei. Gefällt mir total gut. Und ich liebe diesen Stencil. Und diese. Ja. Alles richtig gemacht. Es ist genau an der richtigen Stelle gelandet. So, jetzt muss ich mir natürlich einen schönen Platz aussuchen für mein Gedöns. Das Gedöns. Der Tab hat sich was gefressen. Das Gedöns möchte nämlich irgendwo wohnen, wo es rumbaumeln kann. Hier rumbaumeln. Ein zufriedener Mensch hat ein warmes Herz. Er hat die Kraft, es auf andere zu übertragen. So, und dieses Schatzi wollte ich hier so ein bisschen rausgucken lassen. Und das hier dranhängen, ein Schleifchen, dass es hier so schwenkbar ist. Schwenkbar, ihr versteht, ne? Also, ich werde mir jetzt als allererstes, werde ich mir da oben das Schleifchen drauf machen. Weil wenn das oben erstmal an der Seite ist, werde ich das mit meinen klebrigen Pfoten, weil ich das nicht mehr hinkriegen. Obwohl, ich glaube, ich will gar kein Schleifchen haben. Das habe ich viel zu viel abgemacht. Ich will hier oben einfach so einen schicken Knoten haben. Einen schicken Knoten, bitte. Macht mein Handy eigentlich Schatten? Nee, eigentlich nicht, ne? Falls ihr euch wundert, welche super Kamera ich am Start habe, nein, ich habe einfach und simpel mein Handy am Start. Ein Fairphone, was manchmal nicht so arbeitet, wie ich das gerne hätte. Muss
vielleicht an mir liegt und nicht am Fairphone, aber okay. So. Gefällt mir das? Gefällt euch das? Eigentlich gefällt mir das tatsächlich auf Notenpapier irgendwie besser. Da habe ich jetzt schon Gedönsrad drauf. So, where is the Notenpapier, please? Please, ich hätte gerne Notenpapier. Da haben wir Notenpapier. Ja, wo ist es denn? Wie ist es denn hier? Also ich finde es auf, also wenn man hier so die Noten durchsieht, finde ich es irgendwie schöner. Give me Notenpapier. Give me Notenpapier. Bin ich in der mittleren Signatur und habe Papier. Tja, wie ich das da habe. Eigentlich finde ich das da ganz cool. Ja. Einmal vor kurz entschlossen. Einmal die kurz entschlossenen, die dort irgendwie das den Hau mit dem Notenpapier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe dieses alte Notenpapier. Und ich habe davon eine ganze Menge gekauft. Und zwar so viel, dass ich sogar was davon abgeben kann. Habe bei Etsy so ein paar Sachen zusammengestellt. Da ist noch ein bisschen mehr drin als Notenpapier. Aber so, dass man da tatsächlich, dass man da was von hat. So. So, das gefällt mir an dieser Stelle sehr gut. Dann kann man dann hier so wegschwenken. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier zusammenklebe. Baumelt das hier so ein bisschen. Nur so ein bisschen, weil ich möchte auch, dass man das vernünftig lesen kann. So. Zack, zu. Fertig, Abfahrt, letzte Signatur, da kommt das Bäumchen hin. Taschenbäumchen. Jetzt habe ich ziemlich viele Taschen überall am Start. Hier wäre es schön. Hier ist es sogar noch schöner. Ja. Kurz entschlossen. Das ist eine kleine Doppelpocket. Also hier kann man zwei verschiedene Sachen reinpacken. Und ich muss noch ein paar kleine Taschen hier, Taschen sag ich schon, kleine Kärtchen machen. Dass ich auch in diese Miniatur-Pockets auch wirklich was reinpacken kann. So. Nein, jetzt habe ich reingefasst. So, ich wollte ein paar Kärtchen einfach fein machen mit schönen Sprüchen. Mit ja, den schönen Schreibmaschinen-Sachen, die ihr schon gesehen habt. So, dann muss ich natürlich gucken, dass ich hier für diese Minitasche auch noch was finde. Aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Wir haben für den Moment diese Aktion hier beendet. Das war ein Quickie. Ich hoffe, er ist auch als Quickie angekommen. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wie lang dieses Video schon läuft. Ich sehe es auch tatsächlich gerade gar nicht. Ja, halb so wild. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen, wir bauen mal noch ein paar Pockets ein. Video und
Ich freue mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und ja, viel Spaß an euren Basteltischen. Bis demnächst in diesem Kino.